Hallo Dürchen Otto und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen jetzt gerade um 22.16 Uhr am 19.08., so kurz vor Nachteinbruch. Ich bin hier gerade komplett in Schweiß ausgebrochen, denn ich habe Mist gebaut. Der ein oder andere weiß es vielleicht, ich habe ja die Informationen schon rausgepusht auf sämtlichen Social Media Plattformen, auch in meinen YouTube Videos und so weiter, dass ich ja jetzt gerade dabei bin, meine Ausbildung halt eben anzufangen einfach. Ich habe ja jetzt seit 3 Tagen, also zumindest seit dem 17.08. bin ich ja in der Ausbildung mit drin, das heißt, ich habe jetzt 3 Tage so die Erfahrung von meiner Ausbildung gemacht. By the way, falls ihr wollt, dass ich vielleicht ein Video mache, wo ich so ein bisschen über meine Ausbildung, meine Eindrücke aus der ersten Woche oder sowas quatsche, wenn ich das irgendwie auf meinen Zweitkanal hochladen soll oder sowas, schreibt sie natürlich gerne in die Kommentare, darüber kann ich auch sehr gerne sprechen. Auf jeden Fall saß ich jetzt hier gerade vom PC, wie gesagt, 22 Uhr so circa, das ist jetzt auch so kurz davor, wo ich schlafen gehen möchte, weil ich halt eben so ungefähr um 6.50 Uhr aufstehen muss für meine Ausbildung. Ja, und dann bin ich durch meinen YouTube-Kanal durchgegangen und der ein oder andere weiß es vielleicht auch. Ich habe für diese Ausbildungswoche, meine erste Ausbildungswoche, sehr, sehr viele Videos im Voraus aufgenommen, sodass ihr Content habt, während ich mich auf meine Ausbildung erstmal ein bisschen konzentrieren kann und so ein bisschen in diesen Flow reinzukommen, morgens wieder aufzustehen und ne, sodass ich halt eben so ein paar Videos im Voraus habe. Das hat nicht so gut funktioniert, denn mir ist aufgefallen, für den morgigen Tag, für den 20.08. habe ich einfach kein Video. Und ihr wisst es ja vielleicht auch so ein bisschen, wer mich ein bisschen länger verfolgt, der weiß auch, dass ich eigentlich so in der Woche so Sachen wie FIFA, Pokémon, Dragon Quest und so weiter bringe und am Wochenende so Special Videos und vor allen Dingen auch eine Tierlist kommt normalerweise nur am Wochenende. Das ist jetzt anders, weil ich halt irgendwie ein Video brauche und weil ich jetzt halt eben nicht die Zeit habe, um vielleicht Dragon Quest direkt aufzunehmen und bla bla bla. Ich nehme jetzt auf jeden Fall lieber erstmal eine Tierlist-Video auf und das gibt es jetzt einfach, wie gesagt, heute an dem Donnerstag, weil ich kein Video habe. Wie gesagt, gut, dass mir das aufgefallen ist, sonst hättet ihr halt eben kein Video gehabt, was mich enttäuscht hätte. Und euch vielleicht ja auch. Und ich habe mich auch dazu entschieden, komm, wir machen eine NPBL-Logo-Tierlist. Ihr wisst es ja, ich bin in der NPBL drin. Wer nicht weiß, was das ist, die NPBL könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da gibt es auch eine Playlist und sehr viele Videos mittlerweile schon dazu. Ist ein Konglomerat aus unterschiedlichen Pokémon-Competitive-Spielern, die sich im VGC-Format gegenseitig die Fresse einprügeln. Und ich bin ja auch mit Teil davon, ich bin auch mit Leiter von dieser Liga und ich dachte mir einfach, komm, ich mach mal mir einen Spaß draus und werde einfach mal die Logos in eine Tierlist reinsetzen und so. Da ich sehr direkt bin mit meiner Meinung, falls hier irgendein Teilnehmer zuschaut und ich dich weiter unten irgendwie reinplatziere, keine Sorge, ich gebe dir eine vernünftige Erklärung, warum ich das so sehe. Ich hoffe aber, dass du dich nie auf den Schlips getreten fühlst, weil das ist auch nicht meine Motivation, einfach dich unglücklich zu machen oder sowas oder meine ehrliche Meinung natürlich zu präsentieren. Und vielleicht ist ja auch was ganz Lustiges für die Zuschauer. Link zu dieser Tierlist ist natürlich in der Videobeschreibung. By the way, Dankeschön, dass ihr auch fleißig an meiner Tierlist mitgemacht habt bezüglich meiner Pokémon-Projekte. Das fand ich auch ganz geil. Also hier könnt ihr natürlich auch liebend gerne die Tierlist auch machen. Und mir das dann natürlich mal wieder auf Discord irgendwie zukommen lassen, auf Twitter oder sonst wo, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Also, ich würde sagen, ich beginne erstmal mit meinem eigenen Logo und ich packe das in einen Hauch von Müll. Ach ja, stimmt, da sollte ich vielleicht auch drauf eingehen. Die Tiers sind Mona Lisa, Knight, ist ein Logo, langweilig und ein Hauch von Müll. Ne, ihr seht, glaube ich, woher das kommt und so. Ich packe mein eigenes Logo mit hier rein, einfach weil ich weiß nicht, ob es überhaupt auch eine Ansatzweise irgendwie in meinem Recht liegt, mein eigenes Logo jetzt irgendwie zu bewerten. Also ich selber bin sehr zufrieden mit dem Logo. Also ich weiß nicht, es ist schwer, aus dem Logo mehr zu machen bei dem Titel Minotauros. So, wenn du jetzt beispielsweise überlegst, dass zum Beispiel ein Eve hier Throne Monsters hat und so weiter, da hat er natürlich einen größeren Spielraum. Ich könnte mir auch vielleicht was anderes überlegen als Minotauros, aber da Tauros mein Lieblings-Pokémon ist und ich dieses Wortspiel Minotauros mag, ist das, I guess, das mit das Beste, was ich machen kann. Man sieht vielleicht nicht, dass das ein Minotaure halt eben ist. Aber ja, egal, auf jeden Fall, ich will das jetzt auf jeden Fall hier nicht ausmachen, ich will mein eigenes Logo jetzt nicht bewerten, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute mein Logo halt langweilig finden, weil das irgendwie ein Tauros ist, der, so wie es halt zumindest aussieht, ne, aus dem Bild auf 2 Beinen steht und so und, I guess halt, ne, böse ist, deswegen schnauft er halt eben auch so krass und so, ne, und ist halt ziemlich muskulös und so, ihr wisst schon. Von daher, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht langweilig ist oder sowas, ne, also das, um mich selber auch mal zu reflektieren. Wir beginnen einfach mal mit Schüchens Logo, die Ultimate Overdrive. Ultimate Overdrive, muss ich sagen, ist ein Logo, was mir wirklich sehr gut gefällt. Ich glaube, es ist nicht auf dem Mona Lisa-Trip, wenn ich ganz ehrlich... Also, ich mag auch das Wortspiel, Ultimate Overdrive. Ich glaube, man... Ja, natürlich wegen Overdrive, ne? Wir wissen es, das Pokémon, ne? Riffex und so. Man sieht halt eben, woher das kommt und ich finde es eigentlich auch ziemlich geil. Und wie gesagt, wie das Logo gemacht worden ist, wie er sich da charged und so weiter, das ist schon eigentlich extrem cool. Ich glaube, das Einzige, was mich immer an diesem Logo stört, ist eigentlich nur, dass... Ich weiß nicht...
Weil die Schrift kann man eigentlich auch ganz gut erkennen. Weil was ich halt eben nicht so gerne mag an Logos oder so, ist, dass die Schrift vom Teamnamen oder so wirklich von irgendwas überdeckt wird. Ich weiß, das ist ja auch zum Beispiel irgendwie irgendwann mal zum Poketuber-Trend geworden, wo die Leute dann Pokémon ins Unermessliche großgezogen haben im Thumbnail und die Schrift hinter das Pokémon gesetzt haben, sodass die Schrift irgendwie nur kaum erkennbar ist. Bin ich nie wirklich der große Fan von gewesen. Weil es mich dann immer extrem gestört hat, dass man das nicht einfach frei sehen konnte. Deswegen würde ich das in Knight reinsetzen, noch nicht ganz Mona Lisa, aber zumindest Knight, Schüchen, geiles Logo auf jeden Fall. Die Auramazing Spheres, finde ich sausüß, aber ich mag auch die Idee mit diesen Cool Glasses. Es ist halt nur irgendwie, ach, ich weiß nicht. Also Auramazing Spheres ist halt eigentlich auch wieder ganz cool, wegen Aura Sphere, bla bla bla, man kann sich das ja eben schon wieder zusammendenken. Diese Schreibweise mit dem Z dahinter, also dass man da kein S hin macht, sondern Z dahinter, finde ich halt irgendwie Banane, weil da komme ich mir wieder vor wie in der alten Call of Duty Zeit, weißt du, wo jeder 13-Jährige irgendwie seinen Xbox Gamer Tag irgendwie da, weißt du, wo ein S hinkommt, da ich so ein Z hin gemacht habe, weil es ja cool sein soll oder so. Das finde ich ehrlich gesagt eigentlich zum Lachen. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, es ist nicht so, es ist ganz süß, weil, ne, Riolu auf dem Rücken von Lucario und so, ne, familiär und so weiter. Ich bin ganz ehrlich, ich persönlich zumindest, das ist jetzt vielleicht ein Hot Take oder so, und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, aber ich persönlich würde sagen, wenn die Sonnenbrillen nicht dort wären und Lucario vielleicht so ein, würde ich sagen, so ein ernsteren, vielleicht so mutigeren, kampfwilligen Blick irgendwie hat und Riolu vielleicht, der auf dem Rücken sitzt, vielleicht lacht und froh ist und so weiter. Wenn man so wirklich Gesichtsausdruck sehen könnte, würde ich das Logo, glaube ich, weiter nach oben setzen. Ich mag die Beschreibung, ist ein Logo eigentlich nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist gut, ne? Es ist gut, aber das ist etwas, was mich stört, aber es ist vielleicht ein Hot Take, weil ich glaube, das ist etwas, was viele Leute lieben an dem Logo, dass halt, ne, diese cool Sunglasses mit da drauf sind und so. Bully Blue Snorlax, oh, das ist schon... Bully Blue Snorlax finde ich eigentlich schon ganz, ganz cool, weil ich liebe diesen Retro-Stil, der dahinter ist. Ich finde nur irgendwie, also ich verstehe schon, Bully Blue Snorlax und so, ich verstehe schon, woher dieser Name irgendwie kommt. Ich finde es aber sehr komisch, dass Relaxo die Sternaugen hat bei Bully Blue. I don't know. Ich finde aber diesen, wie gesagt, diesen Retro-Stil sehr, sehr cool. Deswegen packe ich das mal in, zumindest ist ein Logo mit rein, weil ich mag das eigentlich. Also ich finde halt, also persönlich bin ich nicht so der Fan von der Farbgebung, was man sich hier beim Text gedacht hat, weil ich weiß nicht, dieses Weiß mit schwarzer Kontur, in der Mitte dieses Relaxo-Blau, weißt du, mit schwarzer Kontur auch wieder und so weiter. Das hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das hätte anders machen können. Vielleicht die Box auslassen und vielleicht halt eben wirklich nur die schwarze Kontur von Bully Blue Snorlax so dick machen halt sozusagen, dass es auch so fungiert wie dieses Rechteck, was da drunter sich irgendwie befindet. Ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll, aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber das stört mich immer sehr, dieses untere Pamphlet hier, wo Bully Blue Snorlax irgendwie unten drauf steht, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz cool. Also wie gesagt, die Sternaugen sind ein bisschen irritierend bei dem Namen Bully Blue Snorlax, aber... Das ist ja, glaube ich, Erbsenzählerei, sagt man dazu. Throne Monsters mag ich sehr. Ich bin persönlich nicht so wirklich auf Mona Lisa Level, weil ich das schade finde, dass sich in der Mitte Wolverock befindet, wenn man sich so überlegt. Ich glaube, das muss hier Zard Y, glaube ich, sein. Mega Zard Y. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Pokémon da an der Seite sich befunden hat. Warte mal, ich werde das mal ganz kurz nachrecherchieren. Dafür bin ich doch bestens vorbereitet. Ich habe ja hier irgendwo einen Ordner, wo ich alle Logos drin habe. Und da kann ich mir das ja nochmal besser anschauen. Vielleicht auch gemeinsam mit euch. Ach, okay, alles klar. Das war sogar Leo. Wolfrock weiß ich nicht, ob weil es auch das mittige Pokémon ist. Weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn hier Zard Y halt eben ist und hier halt wirklich Solgaleo Leo irgendwie mit dabei ist. Das finde ich ehrlich gesagt blöd. Es gibt wahrscheinlich eine Begründung auf jeden Fall. Ich denke mal, da wird schon ein Grund geben, warum Eve das halt eben genommen hat. So, geschlossen. Warum Eve das genommen hat. Vielleicht ist es auch einfach so eins seiner Lieblings-Pokémon und so weiter, kann ich das verstehen. Ich persönlich aber so als Außenbetrachter und so weiter weiß nicht genau, was ich davon finden soll, dass da halt ein Wolfrock mit dazwischen hängt. Deswegen, wenn da irgendwie so ein krass cooleres Pokémon mit drauf wäre, wäre das ganz nice. Der Name ist eigentlich ganz cool. Vielleicht hätte man mehr daraus so eine mehr Synergie schaffen können mit Throne und Monsters, weil ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so dieser Name Monster oder im Englischen halt Monster oder Monsters oder so, das ist für mich irgendwie so kindlich. Es ist komisch zu erklären, vielleicht weil halt so man
als Kind irgendwie auch in so Kinderserien immer für irgendwas so, so Monster und so weiter gehört bekommt und sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt, aber für mich ist das Wort Monster immer so kindlich. Ich weiß nicht, bin ich komisch? Ist es vielleicht das, was man sagen möchte? Bin ich ein komischer Mensch? Ja, wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, das ist nicht irgendwie etwas, wo ich sagen würde, so, das strotzt an Kraft, Monster. Also, das ist irgendwie, das finde ich irgendwie komisch. Aber ich mag diesen Grafikstil wirklich sehr, sehr enorm extrem. Die Gifloor 46ers. Puh. Ey, ich bin ja richtig dicke mit Kentakio, ne? Ich hab den Burschen ja richtig lieb und ich finde ihn ja auch echt klasse, den Kerl, ne? Aber ich glaube, ich kann nicht höher setzen, als ist ein Logo. Ich war wirklich gerade am überlegen, ob ich das nicht vielleicht sogar in langweilig reinsetze. Ich kann damit nichts verbinden. Ich bin kein Basketball-Fan. Das hat was mit Basketball ja anscheinend zu tun. Ich bin kein Basketball-Fan. Es mag wahrscheinlich dann ganz coole Synergie natürlich sein mit dem Basketballverein, das halt irgendwie rein fusionieren mit Pokémon und so. Und das hat irgendwie gut funktioniert, ja. Aber das erwischt mich halt irgendwie nicht. Und ich finde das dann irgendwie lame. Ich will das aber halt eben nicht in langweilig reinsetzen, weil ich appreciate natürlich trotzdem, weil ich ja nicht komplett hier verblendet bin, ich appreciate natürlich trotzdem diese Arbeit, die man sich da dabei gedacht hat, sage ich jetzt mal, ne, dass man eben so ein Basketballteam irgendwie ins Pokémon, als Pokémon-Team irgendwie tarnen möchte und so. Und das mit ich weiß gar nicht, warum Gifloor? Warte mal, vielleicht nein, jetzt habe ich Premiere Pro geöffnet. Vielleicht kriege ich ja irgendwie Kentakio dazu. Weil ich weiß jetzt gerade gar nicht. Nee, Premiere Pro, schließe dich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum das überhaupt Gifloor vielleicht ist. Warte mal. Welcher Basketball? Ich werde ihn jetzt einfach mal fragen. Ich mache jetzt gleich weiter mit dem nächsten Logo. Und wenn er dann irgendwie in der Zwischenzeit irgendwie geantwortet hat, lasse ich es euch wissen. Also, welcher Basketballverein steckt hinter deinem Logo in der NBBL? Ich bin halt kein Basketball-Fan. I don't know. Ich weiß es jetzt nicht. Und ich glaube, er hat mir das irgendwann mal erzählt gehabt, aber das ist so eine Information, die geht hier rein, nicht wieder raus. So, also mal gucken, wenn er antwortet. Machen wir weiter. Burning Incineroars. Oh, Herbie, wenn du das hier siehst, ne? Ich hab dich lieb als Mensch, so. Du bist ein ganz, ganz süßer, cooler Typ, okay? Ich glaube, du bist aber der Erste, den ich in langweilig reinsetze. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, okay, Herbie? Hör mir zu. Ich finde, das gibt es verdammt häufig, auch in so Offline-Draft-Ligen, dass Leute halt sich irgendwie vielleicht nicht irgendwie so ein Wortwitz überlegen, ne? Oder vielleicht, weiß ich nicht, sowas wie Throne Monsters, weißt du, wo man versucht hat, irgendwie was Episches als Namen irgendwie zu finden oder sowas. Ich finde es persönlich schade, wenn man einfach einen Pokémon-Namen nimmt und ein Adjektiv vorklatscht. Ich finde, das ist sehr unkreativ, wirklich verdammt unkreativ. Jetzt fragt mich Kentakio Real Talk. Ja. Warte mal. Ja, ich hab Kentakio ja gefragt, welcher Basketballverein steckt hinter deinem Logo? Und er so, Real Talk. Ich weiß, er ist jetzt sehr schockiert. Vielleicht liegt es auch daran, weil es jetzt gerade sehr spät ist und ich mich nicht darüber, weil ich nicht meinen Kopf zerbrechen möchte mit dem Verein, weil ich den wahrscheinlich schon mal gehört habe. Mal gucken, was er jetzt noch antworten wird. Egal. Wo war ich stehen geblieben? Ich finde das sehr unkreativ, einfach, ja, einen Pokémon-Namen zu nehmen und da einfach ein Adjektiv vorzuklatschen. Ich finde die Art und Weise, wie man das Incineroar, das Fuecro gezeigt hat im Logo, ganz cool, weil es halt dann doch irgendwie Macht ausstrahlt und so weiter, ne, und dann, ihr wisst schon, wie ich das meine, ne, so kraftvoll irgendwie sein soll. Der Name macht es aber so uninteressant. Plus, man kann, wenn man den Namen Burning Incineroar hat, schlecht halt irgendwie das Incineroar groß zur Show stellen. Außer du sagst halt einfach so, okay, Incineroar, so wie es jetzt hier der Fall ist, soll einfach nur gewalttätig aussehen oder so, ne? Weil Incineroar sieht halt eben so krass aus, krass cool und so. Deswegen, es tut mir leid, Herbie, aber ich finde das halt sehr langweilig. Des Weiteren, es tut mir auch leid, Ox, falls du das sehen sollst. Aber das ist halt so, also Aetherius Salamandra finde ich halt ganz cool vom Namen her, weil es auch etwas ist, was man ja sonst irgendwie nicht so groß hört, weil, wie gesagt, zum Beispiel bei Herbie, ich nehme dich jetzt als Beispiel, weil du ja in derselben Schiene jetzt gerade bist wie er, Burning ist halt so ein Standard-Adjektiv, was man für jedes Feuer-Pokémon nehmen kann, wisst ihr? Aber wenn du so Aetherius beispielsweise hast oder sowas, das klingt schon nach was, ne? Ihr wisst schon, glaube ich, wie ich das meine. Dieser Effekt, den das, was das Wort einfach so ausstrahlt und so, ist ja ein ganz anderer. Dementsprechend bin ich davon eher ein Fan, aber hier ist das Problem. Fucking hell. Das ist einfach nur der Gen 4-Sprite von Magbrand. Halt, als Vektorgrafik. Und das einfach hinter den Namen geklatscht.
I don't know. Ich bin auch nicht so der Fan davon, dass das Ganze linksbündig ist und nicht mittelbündig, aber das alles ist hier Personal Preference, also ne, ist das auch Personal Preference. Dementsprechend, ja, das ist halt meiner Meinung nach auch extrem langweilig. Also, wenn man wirklich richtig was aus Magbrand gemacht hätte hier im Hintergrund oder sowas, dann wäre das echt cool gewesen, weil der Name, ich mag den Namen von seinem Team eigentlich sehr, aber fucking hell, Mann. Also, Magbrand da einfach nur so hinzustellen, einfach und halt, ne, fucking Schal zu geben, ne, na gut. Red Army von Shubi. Ui, Red Army von Shubi. Ich weiß gar nicht, ob irgendwas irgendwie auch nur ansatzweise hier Mona Lisa reingeflogen kommt. Ach, by the way, Kentucky hat geantwortet. Kentucky hat gesagt, die Gießen 46ers, die, ah, okay, ja, nee, dann ergibt das ja auch Sinn, dass er Gieflor dafür genommen hat. Ach, ja, natürlich. Oh, das ist eigentlich, stimmt, ja klar. Pass auf, jetzt kann ich mir das gerade im Kopf zusammenreimen. Gieflor ist eins von Kentakios Lieblings-Pokémon of all time. Gießen 46ers, also sozusagen so seine Heimatregion. Ja, das ist ja eigentlich ziemlich cool, doch, doch. Also ich verstehe die Synergie, die dahinter auf jeden Fall steckt, ja. Aber wie gesagt, ich bin halt da nicht irgendwie der große Basketball-Fan. Und dann, also es ist ganz cool aufgemacht, aber es ist... Ich gehe mal davon aus, dass das Gieflor 46er Logo, oder 46ers Logo, Entschuldigung, ähnlich natürlich einfach aussieht. Das heißt, der hat dann sozusagen einfach die Vorlage genommen, ne, und hat daraus einfach das Logo und so weiter erschaffen. Wenn man jetzt zum Beispiel Throne Monsters hat, was von Anfang, wo, oder kommt Throne Monsters auch von irgendwo? Kann das irgendwie Game of Thrones Logo sein oder so? Ich gucke keine Serien, müsst ihr wissen. Scheiße, Alter, jetzt breche ich hier wahrscheinlich sehr, sehr viele Fässer hier auf oder so, ne? Ey, weil ich keine Ahnung davon habe. Okay, nehmen wir Ultimate Overdrive, wo man sich gedacht hat, okay, Reflex charged halt eben hier so seinen Angriff und so weiter. Das hat er hoffentlich nicht von irgendwo als Vorlage genommen oder so. Und das wäre ja hier der Fall gewesen. Ah, ich habe mir Kentucky schon abgeschlossen. Jetzt wissen wir zumindest die Hintergrundgeschichte davon. Die Red Army, da war ich stehen geblieben. Normalerweise würde ich halt sagen, dass ich das so unendlich geil finde, dass ich das sogar vielleicht in Mona Lisa reinsetze. Weil ich bin persönlich... Keine Ahnung, du musst es einfach lieben, die Red Army. Sein Lieblings-Pokémon ist Flamara. Das passt wie die Faust aufs Auge, dass er dann halt so ein UdSSR-Logo daraus macht und sein Team die Red Army nennt. Weil die Red Army wurde, also UdSSR, also jetzt geschichtlich, wurde auch von US-amerikanischen Offizieren und Truppenbestände und so weiter auch die Red Army genannt. Ich glaube auch overall, worldwide oder sowas wurde die UdSSR, glaube ich, auch die Red Army genannt. Zumindest die militärische Fraktion. Und ich glaube, das ist das Beste, was du einfach dann machen kannst. Flamara ist dein Lieblings-Pokémon. Flamara gibst du dann einfach so ein, was ist das, so ein, das ist keine Pickelhaube, aber halt eben so eine, weiß ich nicht, russische Vorkriegsmütze. Ja, machst du halt eben eine Hammer-Sichel drauf und hast dann halt eben dein russisches Flamara halt eben da zusammengebaut. Also bin ich ein extrem großer Fan davon. Natürlich das prädestinierte Sternsymbol im Hintergrund und so weiter. Das ist einfach, das musst du einfach lieben. Das muss man einfach sagen. Klar, natürlich, das liegt jetzt wieder im Kontrast zu dem, was ich jetzt vielleicht zu denen gesagt habe, weil das Flamara dann doch einfach nur normal guckt, theoretisch, und kriegt einfach nur eine Mütze auf oder sowas. Vielleicht ist das langweilig. Aber hier ist es einfach, weil es ja wie gesagt Personal Preference ist, die Hintergrundgeschichte von diesem Logo übersteigt das einfach in so einem Maße, dass ich nie anders kann, als das Ganze da oben zu setzen. Shubi, du hast ein fucking awesome Logo, okay? Trico Squad. Ja, Mensch, Dennis. OG Dennis. Ich glaube, ich packe das auch auf ist ein Logo. Warum? Erst einmal, es nervt mich unfassbar, dass dein Logo nicht einem Quadrat näher kommt, sondern halt sozusagen ein Rechteck, was halt um 90 Grad sozusagen gedreht worden ist. Zumindest von einem Standardrechteck, weil man sieht das ja auf den Abbildungen eigentlich immer so, ne? Und das geht halt eben so nach unten. Das heißt also, dass sein Logo vertikal ist. Und das finde ich halt ehrlich gesagt schade, weil ich mag das nicht so, wenn die halt so lang gezogen sind oder so lang gezogen sind oder sowas, sondern wenn die halt eben in die Nähe gehen eines Quadrats. So wie es beispielsweise jetzt, ich sag mal, Big Relax so ganz gut gemacht hat mit Bully Blue Snorlax. Also wenn du halt eben, ne, die, also natürlich ist das ein Kreis, aber ihr wisst schon, wie ich das meine, von der Breite und der Höhe und so weiter, wenn du halt eben da Konturlinien sozusagen ziehen würdest drumherum, dass du halt eben in die Nähe eines Quadrats kommst. Das finde ich einfach persönlich ansehnlicher. Dasselbe hat auch zum Beispiel Shubi, der auch so mehr in die Nähe eines Quadrats kommt. Sogar sehr, sehr nah. Wenn du hier jetzt die Linie sozusagen ziehen würdest, so außen herum und so weiter, hast du sehr, sehr nah ein Quadrat, was ich sehr schön finde. Bei ihm ist es extrem in der Vertikalen. Das finde ich doof. Ich mag das halt sehr, dass hier Gag Arbor, ich glaube im Anime hatte der auch so einen Stock immer halt eben im Maul gehabt, mit dem Wald im Hintergrund, dass es natürlich Regen geldet, ja, dass es Geld regnet, das finde ich eigentlich ganz cool gemacht, die Idee.
Vor allem, weil es halt so Trico Squad halt irgendwie ist und so weiter, ne? Das assoziiert dann auch irgendwie schon so eine Coolness, so eine Grundcoolness irgendwie, ne? Trico Squad. Und da halt, ne, so Money Rain dazu erschaffen zu lassen, ist eigentlich ganz cool. Ich weiß halt eben nur nicht, ich bin auch nicht so angetan von dem Namen Trico Squad. Also keine Ahnung, man hätte bestimmt irgendwie was viel Cooleres mit Gag Arbor und dem Namen Trico oder sowas machen können und hätte vielleicht irgendwas anderes und so einen lustigen Wortwitz oder was weiß ich nicht, was irgendwie in der Weise irgendwie bekommen können. Das ist halt irgendwie dann einfach nur, wenn man das ins Deutsche übersetzen würde, Gag-Abo-Gruppe. Also, ihr wisst schon, wie ich das meine, ne? Das ist irgendwie doof, weiß ich nicht. Bin ich nicht so wirklich der Fan dann sozusagen davon. Aber es ist kein schlechtes Logo. Wenn das halt jetzt ein bisschen so zusammengedrückt werden würde. Die U-Pop-Idols, ganz ehrlich, so sehr wie ich auch K-Pop nicht mag und ich auch, surprise, surprise, so diese asiatische Richtung da nicht mag und so, das hat überhaupt gar nicht irgendwie was verloren bei der Bewertung, wie ich sein Logo finde, weil sein Logo ist einfach wirklich geil. Und ich überlege sogar gegebenenfalls so hoch zu gehen, dass er sogar, ich pack's auf Mona Lisa, fucking hell. Es ist die perfekte Reinkarnation von K-Pop in Pokémon. Sein Lieblings-Pokémon ist Nachtara. Wer hätte das gedacht, wenn man sich das Logo anschaut? Von Pain, sein Lieblings-Pokémon ist Nachtara. Und wie gut ist es einfach, dass hier so ein kleines Chibi-Nachtara sich da befindet, vor so einem Mikrofon, im Hintergrund ja auch, von dem vorderen Nachtara. Und halt eben singt, passt ja K-Pop, ne? Obviously, ist seine Musikrichtung. Auch die Idee U-Pop-Idols daraus, das ist sau intelligent. Halt Umbreon Pop Idol sozusagen. Das ist so fucking intelligent. Er hat aus dem Namen nicht was Standardmäßiges, so Adjektiv plus Pokémon gemacht, sowas wie Ultimate Umbreon. Ne, oder ne, ihr wisst schon, wie ich das meine. Oder Umbreon Universe oder so, ne? Sondern er hat halt wirklich irgendwie eine richtig gute Kombination gemacht aus dem, weil er ist ein großer K-Pop-Fan von ne, etwas, was er halt eben liebt, plus seinem Lieblings-Pokémon zusammengemischt. Und das ist so schön. Und wie das auch geworden ist, diese Schriftart und so weiter, ist so diese typische, ja, so eine typische Pop-Schriftart. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das zum Beispiel in so Magazinzeitschriften von Viva oder irgendwie sowas wird das auch gerne als Headline oder sowas benutzt. So auch in diesen Farben und so weiter. Das passt einfach so zu was ist das beste Wort, um das zu beschreiben? Zu einer Show. Das beschreibt es eigentlich ganz gut, zu einer Show. Und das finde ich einfach dann so wunderbar toll gemacht. Also ich glaube, Mona Lisa hat er sich auf jeden Fall verdient. So, und als letztes komme ich hier zu Rex, beziehungsweise Warrior eSport. Boah, ich weiß gar nicht, was ich dazu groß sagen kann. Es gibt wahrscheinlich einen Hintergrund, warum halt eben das Logo so aussieht. Das ist wahrscheinlich, also sieht zumindest nach einem Katapultra hier halt eben oben aus. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich möchte ihn jetzt nicht damit beleidigen. Ich möchte ihn nicht groß darauf eingehen. Aber, ich überlege sogar vielleicht auf Knight reinzusetzen, weil ich finde sowas extrem cool. Du Rex, wenn du es halt eben jetzt gerade zuschaust, gerne Kommentare den Hintergrund schreiben zu dem Logo, weil da hat man sich halt wirklich was gedacht, weil das, also es ist jetzt nicht irgendwie direkt so, glaube ich zumindest, außer ich übersehe gerade was, so direkt einfach nur eine Silhouette, eine gelb-schwarze Silhouette von irgendeinem Pokémon, ne, und das halt eben dann einfach mit Warrior eSport übertitelt oder sowas, sondern es ist irgendwie ein so sieht es für mich, wie gesagt, zumindest aus, man hat sich ein Symbol überlegt, aus dem Nichts versucht man, wahrscheinlich mit kleinen Aneckpunkten, aber ne, ein eigenes Logo zu erschaffen, ein eigenes Symbol zu erschaffen, und so etwas appreciate ich immer sehr, sehr hart, weil sowas echt verdammt schwer ist, sowas, auch Unternehmen tun sich da natürlich immer extrem schwer, irgendwas zu finden, was natürlich die Marke repräsentieren kann, aber halt eben zugleich auch etwas Neues, Abstraktes sozusagen ist als Form, als Figur so. Und deswegen, das appreciate ich sehr, sehr hart bei dem Logo. Zumindest glaube ich, dass es halt eben so ist, weil ich glaube, das ist kein Fresse, außer hier oben von Katapultra, aber da gibt es halt eben Zusätze dazu. Dieser Flair, der da so links und rechts vorbeischaut, das ist ganz klasse. Warrior eSport ist halt eigentlich auch ganz geil, weil es halt eben so ein Teamname eben ist, obviously in der Warrior eSport und so. Von daher, da bin ich halt ein großer Fan von. Ich glaube, den einzigen Manko, den ich halt eben hier irgendwie hätte, wäre halt irgendwie, also es gibt mehr Mankos, die ich halt habe. Weil auch wenn ich das appreciate, dass die Form und so weiter so ist und dass man sich da aus dem Nichts etwas überlegt hat, wie man irgendwie ein Symbol kreieren kann, finde ich persönlich, ich weiß nicht, das ist nicht so, das ist so ein, wenn ich jetzt zum Beispiel Counter-Strike schauen würde, im Online-Turnier beispielsweise, ne, dann ist das etwa, dann ist es so ein typisches Logo, was ich erwarten würde von irgendeinem Team, was da rauskommt. Das ist aber jetzt nicht so ein Logo, wo ich davor sitze und mir so denke, so, boah, shit, manchmal ist es schwer zu erklären. Ich glaube, ihr könnt das irgendwie nachvollziehen. Manchmal ist es wirklich schwer, wirklich vernünftig die Worte dazu zu finden, warum etwas genau nicht deinem Geschmack passt oder nicht. Weil manchmal schaust du dir einfach ein Logo an, empfindest entweder absolute Überfreude, Freude, Akzeptanz, so, ne, oder du findest es halt blöd und so weiter. Du fühlst dich nie wohl, wenn du es anschaust und so. Und ich bei mir fehlt einfach irgendwie dieser Tick. Vielleicht liegt es auch in der Farbgebung. Das kann natürlich auch sein. Bin ich gerade durch den Kopf gegangen. Vielleicht ist es auch
für mich zumindest die Farbgebung, die ich nicht so klasse finde, I guess. Ja, das könnte auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt sein. Ansonsten finde ich halt eben, dass, also das E-Sport hat man versucht, hier irgendwie in das schwarze Teil natürlich hier rein zu quetschen, aber dann ist es halt auch irgendwie sehr untergekommen, wie ich finde. Aber ne, das sind halt alles so Erbsenzählerei, aber ich glaube, dass auch die Farbgebung dazu passt. Aber ich glaube, sonst könnt ihr das nachvollziehen. Es ist manchmal nicht einfach, wirklich die genauen Worte zu finden, die genauen Gründe zu finden, warum man etwas vielleicht nicht so gern hat, wie man es vielleicht könnte. Das war jetzt ein bisschen schwer erklärt, aber ich glaube, ihr wisst ungefähr, wie ich das meine. So. Ja, das war es hier eigentlich mit dem, ich sag mal, sehr aus dem Finger gezogenen Video. Das war jetzt auch kein allzu langes Tierlist-Video, ne, diese 25 Minuten. Mal gucken, ob sich das, also ich bin mir ziemlich sicher, dass MPBL-Teilnehmer sich das hier natürlich anschauen werden. Das Ganze muss ich jetzt halt eben gleich mal fertig rendern und so weiter und direkt mal hochladen, sodass ihr das für morgen irgendwie habt und so. Es tut mir wirklich leid. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat natürlich dieses Video hier gefallen. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch selber diese Tierlist macht. Es wäre auch richtig geil, wenn die MPBL-Teilnehmer das auch für sich machen können. Wenn die sich dazu entscheiden würden, das dann auch mal selber zu machen, das fände ich extrem cool. Ansonsten natürlich auch an die Zuschauer gerne auch natürlich das Ganze fertig machen und mir dann zukommen lassen und so. Und ja, dann würde ich euch rauslassen für den Tag. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Däumchen wäre natürlich ein Träumchen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen müsste dann wieder FIFA auf meinem Kanal kommen. Plus jetzt am Wochenende natürlich wieder die MPBL, passend zu dem heutigen Video natürlich. Also ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit da von der Partie. Also ich werde mich jetzt gleich hinlegen, werde dann schlafen, damit ich morgen früh ausgeruht bin. Und ich hoffe, ihr macht dasselbe, falls ihr das Ganze hier heute in der Nacht oder sowas anschaut. Keine Ahnung, gute Responsibility hier wieder rausbringen. So. Zu lange abmord. Haut rein. Tschüss, tschüss.